So übel Opferhaltung, Digga. Dieses mimosige Verhalten, das fand ich nicht gut, Digga. Bro, aber die Körpersprache. Gib mir hier vier Eier. Wenn man mich so angreifen würde, würde ich auch richtig zuschlagen. Ich bin fast gestorben. Moin und willkommen zurück bei Nochmal TV. Mein Name ist Tom. Hier mit einem weiteren Video für euch. Haptic Rush hat sein letztes Statement hochgeladen. Er ist ja stark in der Kritik. Ich bin extrem gespannt, wie er sich verteidigt, was er dazu zu sagen hat. Er hat ja krasse Vorwürfe in den Raum gestellt, die halbwegs widerlegt wurden. Gamma Brother hat ein bisschen ausgeholt, aber viele Sachen von Jam fand ich jetzt auch nicht so korrekt, die er da gemacht hat im Endeffekt. Okay, ich muss mich entschuldigen. Und zwar für mein letztes Video. Also das, was ich vorproduziert habe, ohne mir das Statement von Broski anzuhören. Es kam sehr arrogant rüber und da war es auch. Ich kann es mir auch sehr, sehr schwer jetzt noch selbst angucken. Es war einfach eine Respektlosigkeit. Ich hätte den Mindestrespekt aufbringen sollen, mir erstmal sein 30-Minuten-Statement aufmerksam anzuschauen und dann, wenn nötig, darauf nochmal zu reagieren. Okay, okay, okay. Ich sage so, ich glaube, ich kann das nicht einschätzen, ob er das gerade ironisch meint oder nicht, bin ich ehrlich. Also erst dachte ich, oh krass, er entschuldigt sich, er zeigt Eier, Digga, das ist gut. Das Statement geht auch nicht so lange, aber mal sehen. Also ich glaube, er geht jetzt in die Satire. Lasst ein Abo da, Like, kommentiert irgendwas rein, damit für den Algo, Digga, wir brauchen Klicks. Nicht erst anzuhören, sondern schon vorzuproduzieren, war ganz großer Quatsch. Und das ist halt das Ding, diese Beefs bringen Menschen die schlechtesten Seiten hervor, sowohl in ihm als auch in mir. Ich kenne mich nicht so, ich finde das Video sehr eklig. Danach ist auch die Klappe zu. Schau mal, was sind denn Beefs? So, seine Community wird zu ihm halten, meine zu mir. Dann gibt es noch einen großen Teil, der sich gar nicht äußert und einfach nur unterhalten fühlt von dem Beef. Deshalb will ich das auch nicht groß aufrollen. Ich hoffe, das Ding ist damit auch durch. Hier kommt das eigentliche Statement, meine eigentliche Antwort zu Broski, die er eigentlich verdient hat. Das Zwischenvideo war großer Quatsch. Ich entschuldige mich nochmal. Boah, krass, er meint das ernst. Oder er kriegt mich jetzt richtig. Auch am liebsten einfach löschen, aber nicht bevor ich es euch in diesem Video gesagt habe. Und deshalb, Broski, möchte ich dir erstmal sagen, ich fand das schade, dass es auf eine persönliche Ebene gegangen ist. Du hast mich persönlich beschimpft. Du hast gesagt, ich bin der ekligste Mensch, den du jemals getroffen hast. Du hast dich über meinen Schnittstil lustig gemacht. Du hast dich über die Kameraposition sogar lustig gemacht. Deine gesamte Gestik, Mimik und Ausdrucksweise. Kann ich aber nachvollziehen. Wenn man mich so angreifen würde, würde ich auch richtig zuschlagen. Das ist sehr, sehr herab. In-game. Sätze wie, bevor ich dich komplett auseinandernehme. Ich fand es unangenehm anzuschauen. Und ich denke mir auch, komm schon, das ist nicht unser Niveau. So, wir hätten das Niveau. Boah, aber er ist auf jeden Fall in den Trainingsverein gerade gegangen, ne? Also rudern hat er gerade, zurückrudern. Ist er gut dabei. Und jetzt zur Hauptaussage meines Videos, die ich über dich getroffen habe. Aber zurückrudern ist nicht falsch, wenn man da mit einem Fehler gerade rückt. Das zeugt von Respekt und das sollte man auch appreciaten. Pisse in meinem Arsch. Kadis, Digga. Pisse aus meinem Arsch! Oh mein Gott, ich habe fast den Satz weitergesagt und das wäre straight up ein Bann. Junge, du hast schon dafür gesorgt, dass ich auf TikTok einen Strike bekommen habe mit der Nacktszene von Heavy Rain. Spannen Sie sich. Trigger doch nicht mein ADS so, Junge. Die Hauptaussage war ganz spezifisch, nämlich, dass bei ganz bestimmten Videos zu einer ganz bestimmten Zeit auf einem ganz bestimmten Kanal gekaufte Klicks vorliegen. Das war das Einzige, was dich in dem Video betroffen hat und das muss man jetzt ganz klar sagen und feststellen, hast du ja in deinem Video gezeigt, ist wahr. Das ist true, was er sagt, aber das wirft natürlich das Licht auf ihn, dass alle denken, ey, pass auf, der hat das gemacht, dann hat er bestimmt überall Klicks gekauft und war halt gezwungen, irgendwie seinen gesamten Kanal zu zeigen, ne? Hauptaussage und einzige Aussage über dich ist wahr. Auf den Videos, genau die Videos, die ich gezeigt habe, liegen gekaufte Klicks vor. Das, was mich hier am meisten gestört hat und was der größte Punkt in meinem Video war, war gar nicht, dass dort gekaufte Klicks vorliegen. Das war nicht der größte Punkt. Der größte Punkt war, dass der Manager sich sehr komisch verhalten hat und komische Aussagen getroffen hat, wie zum Beispiel, dass gebottete Klicks dem Kanal schaden und man es deshalb nicht öffentlich kommuniziert. Ja gut, aber er muss halt auch bedenken, was das für ein Rattenschwanz hat mit seiner Reichweite, ne? So eine Aussage. Schwierig. Hat, dass man gebottet wurde. Und ich sage halt, Botting beeinflusst nicht den Algorithmus. Daraufhin hast du in deinem Video als Beweis ein Q&A eines Blogposts auf YouTube angebracht, wo der Unterschied zwischen relativer und absoluter Watchtime gezeigt wird. Das Problem ist, dein Beweis, dass quasi dein Manager recht hatte, ist wirklich kein Beweis. Und ich meine das jetzt nicht vorwurfsvoll. Bitte hör du mir und hört ihr mir alle zu. Im selben Blogpost hätte man hochscrollen sollen zu der Hauptaussage dieses großen Punktes und hätte dann gesehen, dass es um Videos geht, wo Menschen raufklicken, wenn sie es auf YouTube empfohlen bekommen. Das heißt, dass Watchtime, einer von vielen Faktoren, entscheidet, ob ein Video interessant ist oder nicht, stimmt. Aber YouTube empfiehlt zum Beispiel dein Video, jemand klickt auf der YouTube-Seite auf das empfohlene Video und dann wird sein Verhalten gemessen und dann wird daraufhin basierend festgemacht, ob ein Video interessant ist oder nicht. Botklicks
gehen nicht über empfohlene Videos. Bots gehen über eine externe Website, wo der Videolink eingebettet ist, klicken dann auf das Video. Das ist für die Algorithmusentscheidung komplett irrelevant. Und das habe ich im letzten Video gesagt. Stellt euch mal vor, das würde wirklich den Algorithmus beeinflussen und das wird wirklich so gemessen. Das ist was sehr Interessantes. Demenz, ihr hört da genau zu. Was ist passiert? Ich bin fast gestorben. Wir hatten einen überkranken, witzigen Clip gehabt, aber du warst nicht da. Du warst aber nicht da? Echter Klick über eine Empfehlung. Jeder würde jeden Kanal botten und jeder würde sich gegenseitig zerreißen und wir hätten einen Krieg von Viewbots, weil das jeden Kanal auseinandernehmen würde. Das macht doch gar keinen Sinn. Also macht es auch Sinn, wie es YouTube geregelt hat. Wenn jemand über eine externe Quelle kommt, dann sollte es den Algorithmus weder positiv noch negativ beeinflussen. Und das sagt YouTube auch ganz klar. Das Einzige, was darüber entscheidet, ist das Verhalten der Menschen, die über empfohlene Videos auf ein Video kommen. Also das, was du da gezeigt hast, ist komplett kontextlos und unterstützt eher meine Aussage. Und das will ich nicht vorwurfsvoll sagen, sondern wirklich, weil es einfach Sinn macht. Wir hätten eine Vollkatastrophe auf YouTube, wenn es anders wäre. Jetzt zu Falschaussagen, die du in deinem Statement gesagt hast und wo ich mir wirklich gewünscht hätte, dass du mein Video aufmerksam schaust. Ich weiß nicht, ob du es bewusst oder unbewusst gemacht hast. Ich glaube einfach, 17 Minuten ist auch sehr lang, dass du einiges einfach überhört hast. Du sagst zum Beispiel an einer Stelle, dass ich dir vorgeworfen hätte, dass gekaufte Klicks auf Videos vorliegen, die Placements haben. Das habe ich an keiner Stelle gesagt. Geht nochmal aufs erste Video, sucht euch die Stelle raus. Sie existiert nicht. Ich habe ganz spezifisch gesagt, dass bei den Teasys auf dem Kanal Teasy 2 zur EM-Zeit auf bestimmte Videos ebenfalls gekaufte Klicks vorliegen, wo auch Placements drin waren. Zu dir habe ich überhaupt nichts in die Richtung gesagt, gar nichts. Aber du behauptest es einfach in deinem Video. Ja, aber da sind wir wieder bei dieser Rattenschwanz-Geschichte, dass am Ende des Tages ja trotzdem, er hat es halt in ein Video geschmissen, hätte er zwei separate Videos machen müssen. Die Leute davon ausgehen, der hat da Klicks gekauft, wo hat er noch Klicks gekauft, dann geht dieser Buschfunk los, hast du gehört, der hat Klicks gekauft, bla 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 bla. Und da Haptic ja doch mit 870.000 Abonnenten eine riesige Reichweite hat. Guck mal, da ist vor 6 Stunden hochgeladen, über 100.000 Aufrufe. Würde mich nicht wundern, wenn er jetzt so ein bisschen Bot angegriffen wird. Dann wirst du mir vor, ich hätte gesagt, dass deine ganze Karriere irgendwie darauf basiert, dass irgendwie so viel gebottet wurde. Aber das habe ich auch an keiner Stelle gesagt. Ganz im Gegenteil. Ich habe mich auf einen Kanal fokussiert, in einer ganz bestimmten Zeit und ganz bestimmten Videos. Und das hat sich als wahr herausgestellt. Ich habe weder dich als Person, noch deinen Hauptkanal, noch einen deiner anderen Kanäle, noch deine Shows, noch deine Streams, noch deine Produktion. Ich habe nichts davon angegriffen. Ich weiß nicht, warum du das vorwirfst. Ich fand es sehr schade, vor allem mit dieser herablassenden Art in Kombination sehr schwer anzuschauen. Dann stört mich, dass du das mit dem Management immer so oft angesprochen hast, als würde ich so prahlen, dass ich ein Management gegründet habe. Da war so eine Aussage wie, er würde auch nicht müde, das zu betonen. Props gehen auf jeden Fall raus, du heftiger CEO. Sehr herablassend wieder. Und das ist das Problem. Ich habe das wirklich bis heute nie erwähnt. Findet mir ein Video auf den fast 700 Videos auf diesem Kanal, wo ich das sage. Findet mir ein Video. Ich habe das nie gesagt. Warum auch? Ich habe es nie in der Twitter-Bio gehabt. Ich habe es auch nie in der Insta-Bio gehabt. Übrigens im Gegensatz zu Broski, der in seiner Insta-Bio hat, dass er Gründer ist. Ich habe das nie erwähnt. Ihr werdet es nicht finden. Kleiner Side-Tipp. Also so wie Jam, klar. Also er entschuldigt sich, was ich auch gut finde. Aber er redet gerade, als wenn er so ein richtiges Opfer wäre. Also nicht falsch verstehen, aber das ist voll so eine, ja, und das fand ich nicht gut und ja, und hier, das war jetzt auch nicht so toll. Das ist voll die Opferrolle gerade. In seinem Video wirkt es aber so, als wäre das so meine Identität und ich würde links und rechts die ganze Zeit sagen, ich habe das nie erwähnt, sondern das erste Mal genau in diesem Video, weil ich damit nur zeigen wollte, es hat ja einen Grund, nur zeigen wollte, dass ich nicht nur als Creator, sondern auch als Agenturgründer ein Interesse daran habe, dass das Thema Viewbotting bekämpft wird. Das war der einzige Grund. Dann fand ich sehr schade, dass er das so framed im Sinne von, ja, so hat auch im Nachhinein, als er mit Tone gesprochen hat, gesagt, ja, richtige Männer klären das außerhalb des Internets und er wollte ja privat nie mit mir reden. Als Beweis dafür nimmt er, dass er in einem WhatsApp-Chat geschrieben hat, er möchte mich kontaktieren. Aber das Ding ist, Leute, genau das habe ich in meinem Video erzählt. Ich habe in meinem Video erzählt, dass er mich kontaktieren wollte. Habe ich erzählt. Er hat es nicht gehört oder bewusst überhaupt. Ja, ich weiß, true, hat er ich rede an der Stelle 3 Minuten 46 bis ungefähr 4 Minuten 10 darüber, dass er mich kontaktiert hat. Ich es in dem Augenblick nicht wollte, weil ich nur quasi diese zwei Grafen wollte. Was er aber weglässt, und das habe ich im Video erzählt, ist, dass ich kurz darauf doch gesagt habe und auf ihn zugekommen bin und gesagt habe, ich würde gern wissen, was er zu sagen hat.
und möchte, dass er mich kontaktiert und er hat es nicht gemacht. Und als Kirsche auf der Torte nimmt er einfach ein fast 3 Jahre altes Video kontextlos, was mit was ganz anderem zu tun hat, fügt es ein und unterstützt ja seine Falschbehauptung noch mit irgendeinem kontextlosen Ding aus der Vergangenheit. Das war wirklich Bildniveau. Ich war geschockt. Er hat sich irgendeine Argumentation zusammengeschustert, obwohl ja ganz klar ist, dass ich ihn kontaktieren wollte und dass ich auch erzählt habe, dass ich es erst nicht wollte. Ich habe es erzählt. Er tut so, als hätte ich es nicht erzählt. Dann erzählt er, dass er mir ein Video geschickt hat und tut so, als hätte ich das wieder nicht erzählt. Aber das habe ich bei 3 Minuten 8 in meinem ersten Video. Da habe ich erzählt, er hat mir ein 3-Minuten-Video geschickt. Das habe ich mehrmals in meinem Video erwähnt. Ich sage aber auch, dass dieses Video nicht dieses eine spezielle Video vom Tweet zeigt und es deshalb für mich nicht wirklich sinnvoll war. Ich weiß nicht, warum er das wieder erwähnt, als hätte ich nicht drüber gesprochen. Ich habe in meinem Video ziemlich sogar am Anfang drüber gesprochen. Dann nimmt er nur einen einzigen Bezug aufs Management, obwohl das eigentlich der größte Teil meines Videos war. Er sagt, dass das Management mich kontaktiert hat und nimmt dann als Ausschnitt einen Text, einen ganz, ganz kleinen Text von einer einzigen Nachricht. Aber ich habe in meinem Video doch gezeigt, dass wir tagelang geschrieben haben. Ich verstehe den Punkt in seinem Video überhaupt nicht. Ich habe mit seinem Management den... Liegt doch den scheiß Chat einfach, hat er doch auch. ...heftigsten Austausch gehabt von allen beteiligten Personen. Dann zeigt er als Beweis, dass sie ja mit uns reden wollten, eine Audio. Und das Lustige ist, genau diese Audio habe ich in meinem Video exakt Wort für Wort zitiert und vorgelesen. Also er zeigt sie wieder wie was Neues und als ein Beweis. Aber ich habe das doch in meinem Video gezeigt. Genau dieselbe Audio, konnte ich natürlich nicht zeigen, weil ich seine Stimme nicht zeigen konnte, habe ich 1:1 Wort für Wort zitatgenau vorgelesen. Ich verstehe nicht, wo da ein Argument sein soll. Und das ist so das Letzte, was ich hier sagen möchte. Ich wirklich, Broski, nimm dir das zu Herzen. Wie dein Management bzw. dieser eine Manager agiert hat, ist wirklich nicht gut gewesen. Und ich kann es nur wiederholen, es war ein konstantes Ausweichen. So. Er hätte doch am Ende des Tages einfach sagen können, wenn es wirklich so ist, Jam, hier, die Zweig, er wusste ja nicht, dass ich die Kurven habe. Das ist das Ding. Er wusste es nicht und wollte sie mir deshalb wahrscheinlich auch nicht zeigen. Er hätte einfach diese 2 Kurven aus dem Tweet zeigen können. Muss er nicht. Ist auch... Ich verstehe auch, wenn Leute sagen, ja, warum sollte er? Du fragst danach, aber niemand muss irgendwas beweisen. Ich wollte sagen, ich glaube, wenn mir jemand schreiben würde, ja, schick mir mal deine Daten und so, würde ich auch sagen, Digga, wer bist du, Alter? Geh mir nicht auf die Eier. Aber dann hätte der Manager gar nicht mit mir schreiben sollen. Aber er hat sich ja bewusst dazu entschieden, mit mir zu schreiben und zu kommunizieren. Und dann eben nicht einfach die 2 Kurven zu schicken und zu sagen, hör zu, hier sind die 2 Kurven, du hast recht, da liegen gekaufte Klicks vor, aber wir sind es nicht, wir sind mit YouTube im Austausch aus dem und dem und dem Grund. Alles wäre anders gelaufen. Aber dass er über Tage eben das verweigert hat, hat es so komisch für mich gemacht. Und das ist die Essenz des ganzen Videos. Und im Zuge des Videos sind so viele Leute aus der Industrie und auch große Streamer und Creator auf mich zugekommen, haben mich angerufen, haben mir geschrieben, was so Viewbotting-mäßig in Deutschland, auch in der Welt abgeht und wie groß das Thema ist. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Macht doch ein Video darüber. Was ich aber mache ist, ich konzentriere mich weiter auf meine Videos. Ich scheiß drauf. Ich habe es versucht. Ich habe versucht, meinen Beitrag zu leisten. Es hat mir mehr Kopfschmerzen gemacht, als es irgendwie was für die Community gebracht hat. Ich meine, also der Ansatz ist vielleicht ja gut, dass er darauf aufmerksam machen will. Aber vielleicht ein bisschen schlechter an die Geschichte reingegangen. Aber ey, mich würde so ein Video für Twitch, Viewbotting und Co. würde mich übertrieben interessieren. Das wäre mega geil. Kommen so Sachen wie, dass Menschen denken, ich hätte in meinem letzten Video mich umgezogen und es gar nicht vorproduziert. Dabei habe ich einfach nur einen Ausschnitt aus meinem ersten Video in das Video eingefügt. Man sieht sogar noch das Overlay von YouTube. Ich kann das nicht. Ich soll einfach dabei bleiben, mich auf meinen Shit zu fokussieren. Das habe ich jahrelang gemacht. Ich hatte in 12 Jahren YouTube einen Beef 2016 aus einem ganz anderen Grund. Einen einzigen in 12 Jahren und das war jetzt das 2. Mal. Und es ist besser, wenn ich mich einfach weiter auf mich konzentriere. Ja, das war mein Standpunkt. Ist meist so, ne? Ist meist so. Aber wir nehmen die Klicks mit, Digga. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Die Kommentare sind hier aber viel wichtiger. Dann im nächsten Video wieder Gaming. Die Kommentare sind viel wichtiger. Aha. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Boah, was ist meine abschließende Meinung? Fand ich jetzt irgendwie ein bisschen schwach. Also stark, dass er sich entschuldigt oder so. Voll in Ordnung. Boah, Digga, ich mag das nicht, wenn Leute so... Das hat so Annie the Duck-Style gehabt. Jo, das Welt ist so kacke und das ist einfach, weiß ich nicht. Hier ein bisschen rechtfertigen, da 1-2 Punkte, die da nicht hin waren und bla, was er gut gemacht hat, der andere schlecht gemacht hat. Ich check immer nicht, warum YouTuber sich nicht entschuldigen können. Fand es ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, boah, ist ein erwachsener Mann, der muss sich da nicht so in seinen Sessel setzen und sagen, ja, und das fand ich auch nicht so gut, wie du das gemacht hast. Und vielleicht sehe ich das auch nur so. Es war ja nicht schlecht, es war nicht schlecht. Ich mag das nur nicht, wenn man so, Bro, ganz ehrlich, setz dich da hin, sag, ey, pass auf, ich hab Scheiße gebaut. So wollte ich das nicht rüberbringen. Das tut mir leid. Deine Punkte, da. War unnötig von dir, weil am Ende des Tages habe ich das gesagt. Du hast es einfach wiederholt und gesagt, ich habe es nicht gemacht. Fertig, Bums. Tut mir leid.
Ich hoffe, dass, damit können wir die Sache jetzt klären. Gib mir die Hand. Fertig. Ciao, Digga. Er ist sachlich geblieben und hat faktenbasiert geredet, aber ich bin nicht so ganz informiert. Bro, aber die Körpersprache. Die Körpersprache ist doch das, was es macht. Wenn du so da sitzt, so übel Opferhaltung, Digga. Also ja, das, was er gesagt hat, war alles richtig und so. Ich mag einfach nur nicht dieses, hey, guck mal, wie schlecht es mir geht. Digga, sei ein Mann, sag, pass auf, das war mein Fehler, das tut mir leid, fertig. Ich glaube, so eine Entschuldigung wird auch immer besser kommen als sowas. Gar nicht lange drum rumlabern, sagen, hey, hab ich missgebaut, tut mir leid. Aber am Ende des Tages, ich mag Haptik unfassbar gerne. Ich gucke immer noch seine COD-Videos teilweise, obwohl ich COD seit Black Ops 4 nicht mehr spiele, Digga. Black Ops 4 habe ich noch gespielt. Ja, danach kam nur noch Scheiße. Trotzdem gucke ich seine Videos gerne. Er unterhält mich. Ich feiere den Typen. Das Thema an sich hat er ein bisschen über die Stränge geschlagen. So ist doof gelaufen. Die Entschuldigung war am Ende des Tages gut, aber dieses mimosige Verhalten da, dieses mit, fand ich nicht gut, Digga. Hier oben links und rechts sind noch Videos, die ihr euch angucken könnt. Viel Spaß damit. Haut rein!